Der große Vorteil an Management, Agenturen und so weiter ist, dass sich dein finanzieller Grundpreis verändert, weil du sofort ernster genommen wirst. Alright, jetzt haben wir noch eine kleine Zwischensektion und diese Zwischensektion ist Fragen, die ihr uns per Instagram gestellt habt. Emil hat die mir jetzt freundlicherweise gerade reingereicht und ich lese die auch einfach mal kurz vor. Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, Fragen stellen zu können. Mich würde in erster Linie interessieren, welche Möglichkeiten bzw. welche Herangehensweisen für mich als jungen Drehbuchautor und angehender Regisseur neben einem Vollzeitberuf die beste ist. Vorlegen kann ich 2 Langspielfilm-Drehbücher und 2 Kurzfilm-Drehbücher. Ja, das frage ich jetzt einfach. Also was würde interessieren, welche Möglichkeiten und Herangehensweise ein junger Drehbuchautor und angehender Regisseur hat, neben seinem Vollzeitberuf diese Karriere nachzugehen? Also wenn du eine Chance hast, die Kurzfilme zu drehen, dreh die Kurzfilme, versuche auf Festivals zu kommen. Ist halt immer die Frage, wie lange sind diese Kurzfilme? Wenn das 40 Minuten sind, wird es schwierig. Wenn es 3 sind, ab dafür. Und die Langspielstoffe würde ich versuchen, als One-Pager zu verarbeiten. Das heißt, das gesamte Drehbuch auf einer Seite in einen starken Pitch zu verpacken, den entsprechend anzubieten. Also nicht einfach rausschicken, sondern Firmen zu kontaktieren, zu sagen, ich habe eine Idee, ich habe 2 Ideen. Das sind grob die Themen, die ich behandle. Das ist ganz grob die Geschichte, wirklich in 2-3 Sätzen maximal. Haben Sie Interesse, würden Sie aktuell lesen und versuchen, da reinzukommen. Also nicht mehr als eine Logline quasi. Genau, Logline. Wie sinnvoll ist das, wirklich kaltakquisemäßig zu machen, also wirklich kalt zu machen, ohne dass sich irgendjemand kennt? Aus meiner eigenen Sicht heißt das, du schickst 70 E-Mails, aber wenn dir einer antwortet... Muss nur einer antworten. Es muss nur einer antworten. Okay. Es braucht einen langen Atem, das stimmt, aber ansonsten kann ich nur empfehlen, weiterschreiben, weil man wird mit jedem Drehbuch besser. Mhm. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und Markus, also die Frage kam von Markus Jöns, vielen Dank. Und Markus hat noch eine 2. Frage. Macht es Sinn, sich am Anfang einen Agenten zu suchen? Und wenn ja, welche Agenturen sind für Autoren und angehende Regisseure die besten? Ich habe keinen Agenten, ich habe keine Agentin. Ich hatte mal eine Agentin und das war ganz toll. Und zwar in Berlin, direkt nach der Filmschule. Weil dadurch natürlich andere Optionen auf einmal möglich waren. Ich habe diese aber abgelehnt. Ich habe damals einen Sat.1-Film angeboten bekommen, 90 Minuten. Es war aber eine Art Comedy, hinter der ich so wenig stehe, dass ich damals schon noch idealistischer als heute gesagt habe, auf keinen Fall möchte ich meinen Namen darunter. Also wenn du die Chance hast, in eine Agentur zu kommen, ist es heutzutage so, du bist dann in einer Art Schaufenster. Du bist auf einer Website neben anderen Namen. Du hast vielleicht die Möglichkeit, an andere Kontakte dran zu kommen. Das Reinkommen in eine Agentur ist so schwierig, meiner Erfahrung nach. Und ich weiß auch nicht, wie groß der Mehrwert ist. Wenn man drin ist und rein kann, mach's auf jeden Fall. Ich bin nicht drin, ich hab's auch noch nicht versucht, weil ich bis jetzt auch nicht gedacht hätte, dass mich irgendwer nimmt. Was ich allerdings interessant finde, ist, dass viele sagen, und ich habe auch andere Interviewpartner im Drehbuchbereich hier gehabt, die gesagt haben, dass Agenturen interessant sind für Verträge verhandeln. Das stimmt total. Der große Vorteil an Management, Agenturen und so weiter ist, dass sich dein finanzieller Grundpreis verändert, weil du sofort ernster genommen wirst. Das weiß ich aus dem Managementbereich jetzt für Bildungscontent, Imagefilme und so weiter und so fort. Seit ich damit 2 Agenten arbeite, leider halt nur für... nicht für die ganz künstlerische filmschaffende Arbeit, haben sich die Preise total verändert. Die rufen einfach komplett andere Preise auf. Da hätte ich gedacht, kriege ich eine Ohrfeige, wenn ich das mache. Das ist ein guter Tipp. Ja, vor allen Dingen, ich glaube auch der Punkt dahinter ist auch so ein bisschen, dass die Tendenz von Kunstschaffenden und Künstlern auch ist, sich am Anfang unter Wert zu verkaufen. Definitiv, das kann ich komplett unterstreichen, das ist ein großes Problem, weil man kein Gefühl dafür hat, wie viel jemand bezahlt, man möchte ja einfach gerne arbeiten. Ja, man möchte diesen Job machen und man möchte ja nicht sagen, oh, jetzt nur wegen, soll es ja nicht zustande kommen. Es ist extrem hilfreich, wenn man da Agenten, Agentin hat. Also wenn du es schaffst, irgendwo reinzukommen, und du verlierst nie außer einer Mail und vielleicht eine Stunde, die du dich hingesetzt hast. Es kann ein bisschen frustrierend sein, aber wenn du die Zeit hast, baller die E-Mails raus. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Agent dann irgendwann da sitzt und denkt, oh, den und den Namen, den Markus habe ich schon so oft gelesen, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn du einen guten Film irgendwann machst, ist denen völlig egal, ob du den vor 10 Jahren mal 2 nervige Mails geschrieben hast. Goody, good. D
Diese Folge von Mastercut wurde unterstützt von patz.de. Patz.de ist das kostenlose Netzwerk, auf dem du die Crew für dein nächstes Filmprojekt findest. Patz.de unterstützt dein Projekt mit bis zu 100 Euro pro Crewmitglied. Also lade deine Crew ein und mach deinen nächsten Schritt mit patz.de.